Heute gibt es mal wieder ein Reaction-Video und zwar diesmal zu Block B. Block B haben Anfang November ihr neues Album rausgebracht und auch ein Musikvideo, natürlich. Und das heißt Shall We Dance und ich freue mich richtig auf Shall We Dance, weil ich habe schon, naja, ich habe schon ein, zweimal reingehört, aber noch nicht das Musikvideo gesehen. Die Jungs machen immer wieder richtig, richtig coole Musik. Sie haben auch endlich ihren Stil gefunden, der so gut zu ihnen passt, finde ich. Und jetzt freue ich mich auf das Musikvideo. Juhu! Okay, auf geht's. Okay, Chaos, viel los. Das ist schon mal sehr gut für Block B. Oh, sie haben einfach immer so viel Swag in ihrer Musik, das ist so toll. Oh, jetzt kommt Jihyos Einzeller. Ja, oh mein, das Musikvideo passt irgendwie voll gut zum Lied. Okay, also ich mag tatsächlich. Oh, ich finde diese Szenerie total gut, also dieser Background. Oh. Hakyung. Oh, mit Vokaila, das geht gar nicht! Oh, okay, aber. Hey, jetzt passt es irgendwie immer zu Block B. Also, von dem Stil her erinnert es mich total an Lili Mambo. Also von dem Klamottenstil her. Das mag ich irgendwie total. Das ist so unfassbar. Taylor ist so klein, hat so eine krasse Stimme, so stark. Immer wieder. Tja, die kleinen Mädchen da. Oh nein, das tanzt sie auch noch. Okay, wir packen noch ein Kind mit rein, damit das Ganze ein bisschen aufgepeppt wird. Brauchen die Jungs eigentlich gar nicht. Oh. Yuguan! Ah, oh, Yuguan ist so toll. Ich weiß nicht, also. Ich finde einfach diesen Street-Style so schön. Also, das sieht halt so schön aus. Das passt auch zu ihnen. Und auch irgendwie zu dem Lied, das ja so ein bisschen Oldschool-Vibe auch mit drin hat. Wieso springt der Funken? Yukon hat ziemlich viel zu singen. Oh, schon vorbei. Oh Gott, das war total das kurzweilige Musikvideo. Aber hey, das passt super gut dazu. Oh. Es ist irgendwie. Ha, ich mag das, wenn Musikvideos eher das Ganze unterstreichen, als wirklich unbedingt komplett was Neues erzählen müssen. Das mag ich zwar schon, da muss das aber auch richtig, richtig gut sein. Also wenn das nur subtil ist oder nur so angerissen oder schlecht erzählt, dann fände ich das nicht so gut. Also entweder das oder aber einfach nur ein Musikvideo, das das Lied unterstreicht. Das heißt, der Fokus ist eben mehr auf dem Lied und auch auf dem Performen und nicht so sehr eben auf das Musikvideo. Und das finde ich ganz schön. Und das macht dieses Musikvideo irgendwie auf eine total coole Art und Weise. Also, Shall We Dance hat ja echt wirklich viel Groove und dann einfach diese Straßenlook, sowohl von den Klamotten her, so ein Oldschool-Hip-Hop-Style, als auch eben hinten dieser Hinterhof. Ich finde, das sieht eigentlich total schön aus. Das passt irgendwie zu dem Lied. Und ich weiß nicht, ich finde immer,
wenn man die K-Pop-Idols so im Fernsehen häufig sieht, passen die Frisuren oder die Farbe gerade in den Frisuren nicht, gerade wenn es aus der Reihe fällt. Aber im Musikvideo sieht man dann, wie es eigentlich gedacht ist und dann passt das richtig gut. Und ich finde, Yukon mit diesen lila, ja, ich sag mal, Rastas sieht total gut aus. Also da merkt man richtig, das kommt so zusammen, vor allem wenn das so hochgebunden ist. Ich gucke es mir nochmal an. Ich muss ja immer alles zweimal anschauen. Und ich finde auch die Tänzer und die Menschen im Hintergrund sind überhaupt nicht zu viel, irgendwie komischerweise. Auch wenn ein paar Member ein bisschen untergehen dadurch. Aber Jeho hat ja echt nichts zu sehen. Sorry, Bebom auch nicht so viel und Tail, obwohl doch, der hat am Ende, glaube ich, hatte er mehr. Oh, Jeho! Man sieht Jeho auch total wenig. Oder? Muss ich erstmal drauf achten. Ich finde, dieser Tanz in diesem Haus, wo alles offen ist, wo keine Fenster und keine Türen drin sind, das sieht total gut aus. Das ist einfach eine schöne Aufnahme. Ich glaube, das ist fast einer meiner liebsten Teile. Vom Tanz her. Ich finde auch Block B's Tänze sind irgendwie schön. Also sie sind nicht, es sind keine wirklich starken. Oh, das ist der schönste Teil. Sorry. You guys! Oh mein Gott, okay, was ich sagen wollte ist, ähnlich wie die Musikvideos unterstreichen oder unterstreicht der Tanz von Block B häufig einfach nur das, was sie eh schon singen. Also es ist kein wirklich alleinstehender, dominanter Tanz. Das mag ich auch. Es gibt wirklich, der Fokus ist nur auf der Musik. Eigentlich finde ich, ist es total das Sommerlied, aber dann fängt das an zu schneien und dann denke ich mir so, passt doch nicht in den Sommer. Ja, es ist auf jeden Fall ein schönes Musikvideo, das nichts vom Lied wegnimmt, aber trotzdem irgendwie dazu beiträgt. Aber also stiehlt dem Lied nicht die Show. Und ich glaube, das mag ich tatsächlich daran. Die Choreografie, wie ich gesagt habe, passt gut dazu, unterstreicht das Ganze auch nochmal. Was ich echt, echt schade finde, ist, dass Bebom und Jaehyo nicht wirklich viel zu singen haben, beziehungsweise sie haben nicht viele Close-ups. Also Jaehyo hat, glaube ich, wirklich nur am Anfang und dann sieht man ihn manchmal so im Hintergrund, aber er ist halt sehr, sehr ähnlich gestylt wie die Background-Tänzer und deswegen geht er total unter. Also er ist mir jetzt sonst nicht in Erinnerung geblieben. Bebom hat am Ende nochmal was. Tail, ja klar, okay, der hat dann das Highlight so am Schluss, aber finde ich, jetzt gibt es auch nicht so viele Aufnahmen von ihm. Yukon hat richtig, richtig viel. Das finde ich total schön, weil ich den auch sehr, sehr mag. Er hatte früher nicht immer so viel. Die hätten da, ich glaube, im zweiten Chorus kommt, singt Yukon etwas und das hätten sie doch einfach Jaehyo überlassen können, damit er wenigstens zweimal im Chorus was singen darf. Voll fies. Ja. Auf jeden Fall würde ich sehr empfehlen, das anzuschauen, beziehungsweise hauptsächlich auch anzuhören, weil einfach Block B so gute Musik machen und gerade wenn man so ein bisschen auf den eher lässigeren K-Pop-Stil, der dann auch in Richtung Street-Hip-Hop übergeht, finde ich, passt das ganz gut. Block B sind auch immer relativ witzig in ihren Musikvideos. Wenn die Jungs so weitermachen, ist das eine richtig gute Sache. Das war's mal wieder für heute. Und wir sehen uns dann mal wieder für ein nächstes Reaction-Video, wann auch immer das sein wird.